Und los geht's, hier ist TV Bayern Live. Herzlich willkommen zu TV Bayern Live. Bei Michaela Schaffraths Künstlernamen Gina Wild dürften mindestens alle Männer der Jahrgänge 80 bis 90 hellhörig werden. Als Pornodarstellerin ist sie um die Jahrtausendwende fast schon legendär geworden. Jetzt am Wochenende hat Schaffrath Oberfranken unsicher gemacht, aber nicht alleine. Sie hatte Unterstützung durch das ehemalige Gesicht der Erotikmesse Venus, Angie Katze. Was die beiden verbindet? Sie verdienen ihr Geld nicht länger mit nackten Tatsachen. Die Katze will in Coburg ein Schlagerhotel eröffnen und Michaela Schaffrath, die dreht mal wieder. Michaela Schaffrath trägt inzwischen einige Klamotten mehr, als das mancher männliche Zuschauer vielleicht erwarten würde. Ihre Erotikkarriere ist allerdings auch schon lange vorbei. Gina Wild gibt es schon seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Seither ist Michaela Schaffrath als Schauspielerin in diverse Rollen geschlüpft. Und jetzt spielt sie eine Ärztin im größtenteils per Crowdfunding finanzierten Vampirfilm Montrack. Im Fantasy-Bereich ist es mein erstes Projekt, sozusagen ein Debüt und hoffentlich nicht mein letztes, weil ich finde es wirklich auch super interessant und super spannend. Die Geschichte ist wunderschön, also Montrack ist wirklich eine ganz, ganz tolle Fantasy-Geschichte mit ein bisschen Liebe dabei, mit ganz viel Action dabei, mit tollen Persönlichkeiten dabei und sehr, sehr viel Spannung auch. Montrack. Mehr und mehr Menschen verschwinden in Deutschland. Angriffe von Wölfen sind schuld, glaubt die Öffentlichkeit. Tatsächlich aber steckt ein jahrhundertealter Vampirfluch dahinter. Und nur eine kleine Gruppe kann verhindern, dass die Welt ins Chaos gestürzt wird. So im Groben die Handlung von Montrack. Regisseur Stefan Schwenk hat für den Independent-Streifen einige bekannte Namen gewinnen können. Cosma Schiefer-Hagen, Sönke Möhring, Martin Kesici als Obervampir oder auch Martin Semmelrogges Sohn Dustin Semmelrogge. Alles im Kasten hat das Team inzwischen. Im November wird sich dann entscheiden, ob es Stefan Schwenks Herzensprojekt auch in die großen Kinos schaffen wird. Vielleicht hilft da ja eine Michaela Schaffrath, die übrigens nicht die einzige Dame mit schlagenden Argumenten ist, die dieser Tage Oberfranken unsicher macht. Hi, ich bin Angie Katze. Man kennt mich durch meine verrückten Ideen. Ich habe schon vieles gemacht, ja. War auch schon in Berlin plakatiert, das Venusgesicht. Und ich habe neue verrückte Ideen. Und jetzt kommt mal mit, ich zeige euch das einfach mal. Angie Katze will den Schlager nach Oberfranken holen. Umsetzen will sie diese Idee mit einem Schlagerhotel. Eine Kombination aus Gasthof, Übernachtungsmöglichkeiten und verschiedenen Events soll die Menschen nach Fürth am Berg im Landkreis Coburg locken. Wie der Alltag des Katzenschlagerhotels aussehen soll, das weiß sie schon ganz genau. Also im normalen Hotelalltag bin ich sozusagen der Schlager, der sich hier wiederfindet. Da ich ja auch so ein bisschen Songs mache, ein bisschen poppig, mit Schlager angehaucht. Und auch ein Lied ist schon eher so Schlager. Und ja, ich bin halt hier und das bin ich dann hier sozusagen. Ladi-ladi-ladi, bin's oft gefallen und wieder aufgestanden. Der Weg geht weiter. Kleine Party-Elemente sind schon zu erkennen. Das Hotel steht seit mehreren Jahren leer und hat laut Angie Katze einiges an Potenzial. Aber es muss noch viel gemacht werden. Das Gebäude liegt im ehemaligen Grenzgebiet zu Thüringen. Durch die verschiedenen Schlagerevents mit prominenten Gästen soll die Region wiederbelebt werden. Die Anlage hat für Angie Katze auch eine persönliche Bedeutung. Hier dieses Hotel, mein Vater wollte es eigentlich schon seit längerer Zeit kaufen. Mein Vater ist aber zu alt geworden und ja. Die Gene sind die gleichen, würde ich mal sagen. Jetzt hab's ich gekauft. Geplant ist, das Schlagerhotel schon nächstes Jahr zu eröffnen. Bis dahin hofft sie natürlich auch noch, die Kritiker von ihrem Projekt zu überzeugen. Da hat Angie Katze noch einiges zu tun. Aber bei einem so stressigen Promi-Leben darf man sich ruhig auch mal eine Auszeit gönnen. Und wo tut man das lieber als daheim? Gut.
Da wird ja kulturell einiges geboten da in Oberfranken, aber nicht nur dort, auch in der Oberpfalz. Am Donnerstag eröffneten die 34. Burgfestspiele des Landestheater Oberpfalz in Leuchtenberg. Mit 8 Inszenierungen bieten die Theaterfestspiele wieder eine große Auswahl von klassischer Komödie bis hin zum Musikstück. Zur Premiere wurde Der Revisor gezeigt. Gespannte Gäste bei der Eröffnung der 34. Burgfestspiele des Landestheaters Oberpfalz auf Burg Leuchtenberg. Mit dem Revisor, einer Verwechslungskomödie von Nikolai Gogol, ist die diesjährige Sommerspielzeit eingeläutet worden. Auch die Zuschauer sind gespannt auf die Stücke der Saison. Ja, ich bin ja ein Mitglied des Fördervereins und bin sehr aktiv dabei und habe mich schon eigentlich befasst mit den ganzen Theaterstücken, die gespielt werden, und freue mich auf jedes Stück. Wieder auf sehr gute neue Stücke natürlich, die wie immer sehr gut gelungen sind bis jetzt, was ich so gesehen habe. Auf Menschen, die Kunst sehr ernst nehmen, die Kultur sehr ernst nehmen und die uns sehr, sehr viel Freude in diese Region bringen. Ich freue mich auf viele schöne Stücke. Ich freue mich immer, wenn es Stücke gibt zur Entspannung, die lustig sind, weil ich denke, mit der Ernst des Lebens, der erreicht uns, da brauchen wir uns gar nicht bemühen. Im Stück versetzt ein Beamter, der in einem kleinen Dorf Zwischenstopp macht, den Bürgermeister und sein Gefolge in Aufruhr. Er wird fälschlicherweise für einen staatlichen Kontrolleur gehalten, der ins Dorf gesandt werden soll. Wenn nur dieses formale Deite-Bognitor nicht wäre. Stellen Sie sich vor, jeden Augenblick kann die Tür auf. Oh! Habe ich recht gehört? Ein Revisor kommt zu uns in die Stadt. Wissen Sie schon Näheres? Ich weiß es nur von Piotr Iwanowitsch Boginski. Er war gerade bei mir auf dem Postamt. Und was meinen Sie dazu? Ich? Nur die Hauptsache ist doch, was Sie von der Sache halten. Chaos ist also vorprogrammiert. Also, im Revisor dürfen sich die Theaterbesucher vor allem auf eines freuen. Sehr, sehr viel Situationskomik mit einem gewissen Hintersinn und auf auch ein sehr, sehr spielfreudig aufgelegtes Ensemble mit großer Lust an Karikatur und an Slapstick. So ist es kaum verwunderlich, dass dem nicht mehr liquiden Beamten die Verwechslung gerade recht kommt. Schließlich möchte jeder im Dorf die Missstände vertuschen. Naja, ich hätte da bei mir zu Hause ein Zimmer. Schön groß und hell und trocken. Ja. Nein, 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 das wäre eine zu große Ehre für mich. Bitte Sie, ich nehme ja die Putze gerne an. Ich wohne doch privat viel lieber als in so einer Spelunke. Welche Wendung das Stück noch nimmt, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Wie es jedoch mit dem Landestheater Oberpfalz weitergeht, das darf wohl verraten werden. Plan ist, dass wir hier auch einmal ein stetiges Wachstum haben in der Region, dass wir aus dem Bereich Neustadt, Tirschenreuth, Weiden auch einmal in den Landkreis Schwandorf, in die angrenzenden Landkreise mit Aufführungen reingeht. Die Burgfestspiele auf Schloss Leuchtenberg zählen zu den größten Theaterfestspielen in ganz Bayern. Meine Frau hat vor 3 Wochen ein Kind bekommen. Ein ganz strammer Junge. Also als Blas da zu uns kam, fragte Piotr Iwanowitsch leise: Wer ist dieser junge Mann? Liebe Zuschauer, wir machen eine ganz kurze Pause, sind aber gleich zurück. Bleiben Sie dran. Jetzt kaufen. Alpin, das Bergmagazin. Diesmal im Heft zu Gast beim Bergbauern. Alpiner Almsommer. Gipfel der Sehnsucht. Mythos Mont Blanc. Dazu im Test Softshell-Jacken und als extra 16 Seiten E-Bike. Jetzt im neuen Alpin. Kauf ich. Echt Bayern. Das neue Landmagazin lässt Sie Bayern entdecken. Auf den Wanderwegen Jean-Pouls durch Oberfranken. Bayern erleben. Die besten Peonientipps für Beet und Vase. Bayern genießen. Bock auf Wild. Die kulinarische Saison beginnt jetzt. Mit Extra-Booklet der schönsten Bauernmärkte Bayerns. Ab sofort im Handel. Vorsicht an der Bahnsteigkante, wie der Nürnberger Bahnhof sicherer werden will. Außerdem Protest des Bauernverbands, was Milchbauern gegen immer niedrigere Preise tun wollen. Und Bad Kötzinger Pfingstritt, wie das traditionelle Brautpaar trotz frostiger Temperaturen die Herzen erwärmte.
Hannover Bayern Live, willkommen zurück. 180.000 Reisende passieren täglich den Nürnberger Hauptbahnhof und machen ihn damit zu einem der meistbesuchten Bahnhöfe Deutschlands. Trotzdem hat er immer mehr mit seinem schlechten Ruf zu kämpfen. Nicht ganz unbegründet, denn laut einer aktuellen Studie gehört der Bahnhof zu den 10 gefährlichsten in ganz Deutschland. Hier will die Politik jetzt nachbessern. Hell, beleuchtet und gut bewacht. Das Innere des Nürnberger Hauptbahnhofes wirkt selten bedrohlich. Ganz anders sieht es aus, wenn man den Bahnhof verlässt. Bereiche wie die Königstor-Passage scheinen gerade in den Abendstunden für viele nicht wirklich sicher. Man muss immer Angst haben, es muss was passieren. Das ist ja traurig, aber wahr. Ja, jetzt am Tag habe ich keine Angst, aber abends. Abends würde ich nicht da durchlaufen. Die Bedenken sind nicht unbegründet. Der Bereich rund um den Bahnhof immer wieder Schauplatz von Verbrechen. Und der bereitet der Polizei jede Menge Schwierigkeiten. Wir mussten da leider seit 2013 eine Verdopplung der Straftaten feststellen, insbesondere im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität, aber auch im Bereich der Diebstähle und auch Körperverletzungsdelikte. Um die Situation gerade am Abend zu verbessern, hat sich die CSU jetzt etwas einfallen lassen. Die Partei will Licht ins Dunkel bringen. Also zunächst ist es wichtig, die Videoüberwachung zu erneuern und zu verbessern. Und das Zweite ist, man sollte die Beleuchtung so machen, dass man alle dunklen Ecken auch ausleuchtet, dass es auch keine Angsträume mehr gibt, dass die Sicherheit auch gefühlt hier wahrgenommen wird. Und wenn es dann zu Straftaten kommt, dass man auch noch mal erhellen kann und aufhellen kann, dass man besser Personenkontrollen durchführen kann etc. Für eine verstärkte Videoüberwachung ist auch die Polizei. Sie sieht im Außenbereich des Bahnhofes dringenden Nachholbedarf. Das eine wären mögliche bauliche Maßnahmen. Wir haben unsere Kontrolltätigkeit im Bereich des Hauptbahnhofes und in der Königstor-Passage verstärkt. Auch gemeinsame Streifen mit der Bundespolizei finden bereits statt. Und auch im Weiteren kann überlegt werden, inwieweit vielleicht auch im Bereich der Zuständigkeiten die eine oder andere Optimierung erfolgen sollte. Mit dem Umbau soll 2017 begonnen werden. Die Bauarbeiten sollen etwa ein Jahr lang dauern. Eine wichtige Neuerung: Passanten können dann auch vom Hauptausgang des Bahnhofs oberirdisch in die Stadt gelangen und die Problemzone Königstor-Passage damit leichter umgehen. Es war wahrscheinlich der kälteste Pfingstritt seit langem. Trotzdem war die Stimmung super. Viel Lob erhielt vor allem das amtierende Pfingstbrautpaar Christina Staudinger und Johannes Kuchler. Am Dienstagabend wurde in Bad Kötzting die Pfingsthochzeit gefeiert. Sozusagen der letzte große Auftritt des Paares. Der Kötztinger Pfingstritt ist seit vielen Jahrhunderten legendär. Traditionell mit dabei ist seit über 10 Jahren der ehemalige Bischof von Regensburg, Gerhard Ludwig Müller. Ich bin zum 12. Mal jetzt dabei bei dem Ritt, 13. Mal, wo ich dann so eben dabei war und die Messe auf dem Veitsplatz gehalten habe. Wir haben ja dann die Prozession wieder entwickelt zu einer echten sakramentalen, gottesdienstlichen Veranstaltung. Eine echte sakramentale Prozession. Um 8 Uhr beginnt der Zug in Bad Kötzting. Auch am Montag waren wieder über 800 Reiter mit ihren geschmückten Pferden mit dabei. Insgesamt werden auf dem 7 Kilometer langen Weg nach Steinbühl 4 Evangelien gebetet. Der Pfingstritt gehört zu Bad Kötzting einfach dazu. Das ist schon Tradition, mit der wir da wirklich frühstücken. Und dann schauen wir, wenn die ersten Pferde kommen, schauen wir uns das Ganze an. Pfingstritt, die Pfühl im Pferd, das ist einfach zum Singen, das ist sensationell. Das Ganze einfach zum Singen, das ist bärig. Die Prozession geht zurück auf eine Legende aus dem Jahr 1412. Ein Priester wollte einem Sterbenden die Sakramente nach Steinbühl bringen. Da Räuber am Wege lauerten, schützten ihn mutige Burschen. Und diese Tradition hat sich bis heute gehalten. Zur Tradition in Bad Kötzting gehört natürlich auch die Pfingsthochzeit. Mehrmals am Abend marschierte das Pfingstbrautpaar mit Ehrengästen in den Ballsaal ein. Das ist Tradition auf der Pfingsthochzeit in Bad Kötzting. Der Anfang einer ganz besonderen Nacht. Wenige Stunden zuvor wurde die Pfingstbraut vom elterlichen Anwesen abgeholt. Anschließend marschierte sie mit dem Bad Kötztinger Burschen- und Wanderverein durch die Pfingstrittstadt. Für die Bad Kötztinger jedes Jahr ein besonderes Highlight. Der Pfingstritt, Brautzüge, Pfingstbraut, das ist einfach schön. Es ist einfach drumherum, das ganze Pfingstfest ist wirklich wunderbar organisiert und eine tolle Traditionsveranstaltung. Die Pfingstfreude, was man erlebt in Kötzting, das ist für mich das Allerschönste.
Anschließend ging es in das Haus des Gastes. Dort wurde dann die Pfingsthochzeit gefeiert. Stundenlang wurde getanzt und über die vergangenen Pfingsttage gesprochen. Nicht nur für die Hauptakteure der Pfingsttradition ist es ein besonderer Abend. Auch für die Eltern, die viele Dinge organisieren. Ja, als Brautpaar ist ein bisschen anstrengender als Bräutigam. Weil damals haben wir nur gefeiert und organisiert haben es die anderen. Also meine Eltern, meine Geschwister, die haben alle dazugeholfen, dann war das kein Problem. Und wir haben abgefeiert und jetzt sind wir halt mir dran, jetzt organisieren wir das für unsere Tochter. Ich habe zu den Jungen gesagt, wenn ihr Spaß habt, dann merken es auch die Leute und dann fällt es auch die Leute. Und gefallen hat es den Gästen auf alle Fälle. Bis um 4 Uhr morgens wurde gefeiert und getanzt. Dann ging es auf zum dritten und letzten Brautzug. Ob im Müsli am Morgen oder im Kaffee, Milch wird gern und viel konsumiert. Rund 7,6 Millionen Tonnen werden in Bayern pro Jahr produziert. Doch über diesem weiß-blauen Milchmarkt brauen sich dunkle Wolken zusammen. Denn der Milchpreis befindet sich im freien Fall. Und diese existenzbedrohende Tendenz will der Bayerische Bauernverband nicht mehr länger hinnehmen. 5 Tetrapacks Milch, heute Vormittag gekauft im Discounter. 5 Liter Milch, zusammen macht das 2,55 Euro. 5 Liter Milch, das sind im Durchschnitt gerade einmal 51 Cent für den Liter. Ein Spottpreis und damit existenzbedrohend für die Landwirte. Zu dem Preis ist nicht mehr zu produzieren. Das ist ein Existenzproblem. Ein Bauer braucht es je nachdem zwischen 35 und 40 Cent zum Erzeugen, damit auch seine Arbeit dementsprechend auch nur belohnt wird. Aber zurzeit ist es ein Existenzproblem mit dem Milchpreis und das halten viele Betriebe nicht mehr durch. Rund 7,6 Millionen Tonnen Milch werden pro Jahr in Bayern produziert, rund 1,1 Millionen davon in der Oberpfalz. Nachdem nun die Preise für den Liter im Einzelhandel in den vergangenen Tagen um fast 25% gesenkt wurden, wird die Lage immer kritischer. Der Bayerische Bauernverband will das nun nicht mehr länger hinnehmen. Wir sollen ja produzieren, auch darüber hinaus, für diejenigen, die unsere Nahrungsmittel brauchen. Die sind momentan weggebrochen. Es muss neuer Markt gesucht werden. Dazu braucht man Unterstützung auch von der Bundesregierung. Das machen andere Länder auch. Auf der anderen Seite muss versucht werden, einfach, und dafür werden wir jetzt auch kämpfen, kartellrechtlich, dass einfach diese Marktmacht, die kurzfristig einfach solche Unternehmen ausnutzen, auch eingeschränkt wird. Und die Verbraucher scheinen auf der Seite der Milchbauern zu sein. Sie halten wenig von dem Preisverfall für den Liter Milch. Beschissen. Das sollen die Bauern wieder Geld geben, wieder das nehmen können. Wir zahlen im Supermarkt eh so wenig für die Lebensmittel. Liegt aber am Verbraucher. Ich meine, der kann ja ein Zeichen setzen, indem er nicht das Billigste kauft. Ein Zeichen setzen, das ist jetzt dringend notwendig. Denn von den paar Cent für den Liter Milch kann keiner leben. KIP, es ist wieder einmal dieser zahlreichen Abkürzungen, die heutzutage so in sind. Dahinter verbirgt sich das kommunale Investitionsprogramm. Die Gelder kommen vom Bund, verteilt werden sie vom Land. Mit dem KIP sollen finanzschwache Gemeinden bei ihren Investitionen unterstützt werden. Ein beachtlicher Teil fließt dabei in die mittlere und nördliche Oberpfalz. Sicherlich wird über nichts so viel geredet wie über das Geld, beziehungsweise über das nicht vorhandene Geld. Vor allem die Städte und Gemeinden können ein Lied davon singen. Wie beispielsweise Windisch-Eschenbach. Die Verschuldung liegt bei rund 8,2 Millionen Euro. Da ist jede Förderung von Projekten herzlich willkommen. Bestes Beispiel die Mehrzweckhalle. Der Bau aus den 80er Jahren ist in die Jahre gekommen, muss dringend saniert werden, auch energetisch. Wir stehen ja hier in der Mehrzweckhalle der Stadt Windisch-Eschenbach. Primär ist das Programm ja vorgesehen für die energetische Sanierung. Und das wollen natürlich wir in vollem Umfang nutzen. Hier beispielsweise eine Sanierung der Fenster, eine Sanierung der Außenhülle und selbstverständlich auch eine Sanierung der bisher in die Jahre gekommenen Beleuchtung. Dafür gibt es jetzt Geld aus dem kommunalen Investitionsprogramm, kurz KIP. Fast 1,5 Millionen Euro. Man befinde sich noch im Freudentaumel, so Bürgermeister Butnick. Jetzt könne die Sanierung endlich angepackt werden. Auch in Kimnath im Landkreis Tirschenreuth kam der Geldsegen gut an.
Dort muss das Rathaus dringend saniert werden. Die Balken seien teilweise morsch. Ferner müsse in puncto Barrierefreiheit was getan werden. Knapp über 1,5 Millionen Euro wird die Stadt erhalten, wobei alle Maßnahmen im Rathaus 4,2 Millionen Euro verschlingen werden. Ohne das kommunale Investitionsprogramm wäre es mit der Sanierung unseres Rathauses wohl sehr schlecht bestellt. Warum? Das Rathaus kostet uns 4,2 Millionen Euro an Sanierungskosten. Wir sind zwar im Altstadtbereich, bekommen Städtebauförderungsgelder, aber die Sanierung von Rathäusern ist seit den 90er Jahren ja nicht mehr förderfähig. Und deshalb ist es so eigentlich lebenswichtig für uns, diese Förderung zu bekommen. Die Gelder kommen übrigens vom Bund. Ganze 3,5 Milliarden Euro, wobei Bayern davon rund 290 Millionen Euro erhält. Dieses Geld wurde jetzt in Bayern verteilt mit einem erklecklichen Anteil für die mittlere und nördliche Oberpfalz. Die Liste der in der Oberpfalz geförderten Maßnahmen ist lang. Um noch ein Beispiel aus Amberg zu bringen, die Stadt Amberg ist mit etwas mehr als 2 Millionen Euro dabei. Die Grund- und Mittelschule Amersricht soll damit energetisch saniert werden. Zur Freude des hiesigen Landtagsabgeordneten Dr. Harald Schwarz. Das kommunale Investitionsförderprogramm ermöglicht jetzt Investitionen von Auerbach über Schneitenbach, über Königstein, über Amberg. Amberg mit mehr als 2 Millionen in Amersricht alleine. Das ist eine Maßnahme, die wir für notwendig befunden haben, um einmal mehr unter Beweis zu stellen, dass die Entwicklung des ländlichen Raums nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern ernst gemeint ist. Das KIP sei ein Sonderprogramm gewesen, das nicht fortgesetzt wird. Aber dafür wird es auch weiterhin den kommunalen Finanzausgleich für finanzschwache Kommunen geben. Es ist wieder Messehochsaison. Gerade in der Landeshauptstadt München herrscht wildes Treiben. Nach der Bauma nun die Analytica und schon bald die IFAT. Was an diesen beiden Messen mit globaler Relevanz vorgestellt wurde bzw. wird, das haben wir mal für Sie zusammengefasst. Mehr als 1200 Aussteller aus 40 Ländern präsentierten in den vergangenen Tagen ihre Produkte rund um Labortechnik, Analytik und Biotechnologie. Die Analytica ist damit die internationale Leitmesse ihrer Branche und das schon seit 1968. So konnten rund 35.000 Fachbesucher unter anderem neue Messverfahren kennenlernen, die Umweltsünder und ihre Panscher entlarven. Etwa bei Olivenöl, wenn Italien draufsteht, Polen aber drin ist. Ganz wichtige Themen bei der Messe, bei der Konferenz sind Lebensmittelanalytik, Materialanalytik und natürlich auch das Labor der Zukunft, das Labor 4.0. Des Weiteren überzeugen die Aussteller mit ihren Innovationen im Bereich Umweltgefahren und Verunreinigungen. Hier sind immer höhere Standards möglich. Außerdem wächst zugleich der Kontrollaufwand bei Behörden. Dass das Interesse daran groß ist, zeigen auch die Zahlen. So konnte die Analytica in diesem Jahr einen Ausstellerrekord mit 6,5% Wachstum im Vergleich zu 2014 verzeichnen. Ebenfalls um Kontrolle von Umweltsündern und Abfall geht es auf der IFAT. Die größte Umwelttechnologiemesse der Welt feiert vom 30. Mai bis 3. Juni ihren 50. Geburtstag. Neben Neuheiten aus der Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft wird ein Schwerpunktthema das Recycling sein. Die IFAT behandelt alle unsere Gewerke, die wir hier am Flughafen speziell in der Wasserwirtschaft abdecken. Ob Entwässerung, Rohrleitungsbau und so weiter, das ganze Portfolio. Abfall gibt's nicht mehr, sondern nur noch neue Rohstoffe. Von der Abfallaufbereitung über Energie aus Abfall, Kompost aus Abfall bis hin zu Komponentenbaustoffen aus Abfall. In den Drittländern ist auf den Müllhalden der Zivilisation eine neue Wirtschaftsform entstanden. Vorreiter für Abfallaufbereitung ist das Münchner Amt für Abfallwirtschaft, AWM. Es gilt als ältestes und innovativstes Konzept weltweit. Das Münchner Abfallkonzept wird erfolgreich in alle Welt exportiert. Null Deponieleistung seit Jahren. Dazu gibt es auch einen Abfallfilm. Die IFAT vom 30. Mai bis 3. Juni in der Messe München. Jetzt kaufen. Alpin, das Bergmagazin. Diesmal im Heft zu Gast beim Bergbauern. Alpiner Almsommer. Gipfel der Sehnsucht. Mythos Mont Blanc. Dazu im Test Softshell-Jacken. Und als extra 16 Seiten E-Bike. Jetzt im neuen Alpin. Kauf ich.
Echt Bayern, das neue Landmagazin lässt Sie Bayern entdecken. Auf den Wanderwegen Jean-Pouls durch Oberfranken. Bayern erleben, die besten Pyronientipps für Beet und Vase. Bayern genießen, Bock auf Wild. Die kulinarische Saison beginnt jetzt mit Extra-Booklet der schönsten Bauernmärkte Bayerns. Ab sofort im Handel. TV Bayern Live, willkommen zurück. Er ist hochschulpolitischer und medienpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion und Generalsekretär der Freien Wähler in Bayern. 2013 war er der Initiator des erfolgreichen Volksbegehrens gegen Studiengebühren in Bayern. Nun arbeitet er an einem weiteren Volksbegehren, nämlich dem zur Wahlmöglichkeit zwischen G8 und G9 an unseren Gymnasien. Professor Dr. Michael Piazzolo ist jetzt im Gespräch mit meinem Kollegen Uwe Brückner. Bayern im Blick, heute mit hohem Besuch, Generalsekretär Professor Dr. Michael Piazzolo. Ich grüße Sie. Ich grüße auch. Generalsekretär von den Freien Wählern in Bayern. Ansonsten jetzt in der eineinhalbsten Legislatur Landtagsabgeordneter. Sie sind der Mann, der die Studiengebühren eliminiert hat. Wir wollen reden über die aktuelle Tagespolitik. Ja. Und da haben wir gleich ein ganzes Bündel von Dingen, die Ihnen, Freie Wähler in Bayern, die Ihnen nicht so sehr in die Linie passen. Wir beginnen ganz einfach mal bei der Bildung. Das ist ja Ihr Leib- und Magenthema als Bildungspolitiker. Wo steht denn jetzt das G8, das G9? Naja, es ist, hoffe ich, auf einer Zielgeraden, aber im Moment ein bisschen wackelig. Wir haben ja als Freie Wähler ein Volksbegehren gestartet für eine längere Schulzeit, eine neunjährige, hat man gesagt, mehr Zeit zum Lernen, mehr Zeit zum Leben. Das hat die CSU aufgeschreckt. Die Staatsregierung hat dann mit der Mittelstufe Plus reagiert und man merkt, dass unser Ziel richtig war. Die meisten Eltern wollen ein neunjähriges Gymnasium für ihre Kinder. Und jetzt muss die Staatsregierung entscheiden, wie es weitergeht. Und da tut sie sich schwer. Und da werden wir aber Dampf machen und sagen, wir wollen den Willen der Bürger in Bayern durchsetzen. Das heißt, ein neunjähriges Gymnasium ermöglichen. Da kommt jetzt noch mal auf diesen Kessel noch mehr Druck. Asylbewerber, Kinder, Asylbewerber, Jugendliche wollen, müssen Deutsch lernen, in der Schule auch andere Sachen lernen. Da kommt ein richtiger Schub, ist schon angekommen. Es ist so, ja. Es ist auch ein Programm, das gibt es auch schon von der Staatsregierung, mehr als 1000 Lehrerstellen. Die sind auch im Haushalt schon verankert. Das Problem ist jetzt, woher bekomme ich sie? Und man sieht, dass sich die Schulpolitik der letzten Jahre rächt. Man hat viele Referendare nicht übernommen im Realschulbereich. Letztes Mal 90% nicht in den Staatsdienst übernommen. Und diese Politik der Staatsregierung rächt sich. Es sind viele in andere Bundesländer abgewandert und die kriegt man kaum zurück. Da sieht man, dass man manchmal vorausschauend handeln muss und das tut die Staatsregierung ganz selten. Also Thema vorausschauend, die Asylbewerberflut hat uns ja unvorbereitet überrascht. Hätte man vielleicht da oder dort vorhersehen können. Ja. Diese Flut versucht man jetzt eben zu stoppen, aber nicht in Europa, also, sondern außerhalb an den Außengrenzen. In Bayern kommen trotz alledem weniger Asylbewerber täglich hinzu. Die schon da sind, muss man ja in irgendeiner Form integrieren. Da haben Sie einen Drei-Punkte-Plan. Einer dieser Punkte bedeutet eben auch Bildung. Mhm. Glauben Sie, dass man da eine Leitkultur, Werte neben den Fertigkeiten vermitteln kann? Zum einen, ich glaube, dass man die Flüchtlinge und schon voraussehen hätte können. Vielleicht nicht die exakte Zahl, aber man hat sich jahrelang mit der Eurokrise in Griechenland beschäftigt und nicht richtig gemerkt, was in Syrien los ist und dass sich sehr, sehr viele Menschen schon auf den Weg gemacht haben. Insofern, auch hier fehlte die langfristige Planung. Jetzt sind viele der Geflüchteten bei uns im Land. Und einige, eine große Zahl, wird zumindest über eine gewisse Zeit bleiben. Und da, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man diejenigen, die da sind, integriert. Das heißt, Integration funktioniert nur, wenn man die Sprache lernt. Das ist für mich das Wichtigste. Wenn man nicht Deutsch lernt, kann man sich auch hier nicht integrieren. Da ist schon was passiert, aber da muss noch mehr passieren. Auf beiden Seiten, da müssen die Angebote stimmen, aber da muss auch die Bereitschaft da sein. Und nur wenn das beides zusammenkommt, dann kann Integration auch funktionieren.
Freie Wähler richten ihren Fokus ja auch immer sehr stark in die Kommunen. Dort brennt vielen Bürgermeistern der Hut. Ja. Wohnraum muss her, Container können nicht die Lösung sein auf Dauer. Gibt's da ein Rezept oder zumindest mal eine Peilung? Es gibt wahrscheinlich kein Rezept, was für jede Gemeinde greift. Ich glaube, es ist schon sinnvoll, hier auch zu sagen, Subsidiaritätsprinzip, das heißt, die Landkreise vor Ort kümmern sich um diese Themen, die Gemeinden vor Ort, aber man muss sie unterstützen. Die Situation in Oberfranken ist sicherlich eine andere als in einem Ballungsraum München, gerade was den Wohnraum auch für Flüchtlinge anbetrifft. Aber die Unterstützung tut Not. Es muss Geld fließen, es muss Wohnraum geschaffen werden. Auch da hat man jahrelang die Zeichen der Zeit nicht erkannt und die Situation verschlafen. Und was ganz entscheidend ist, man darf nicht Wohnraum auf Kosten unserer aktuellen Bevölkerung zur Verfügung stellen. Es darf also nicht ein Ausspielen stattfinden zwischen den Geflüchteten und denen, die da sind. Den Bayern darf nicht der Eindruck vermittelt werden, dass Flüchtlinge schneller Wohnraum bekommen als sie selbst. Und das heißt bauen, bauen, bauen im Moment. Manche Entwicklungen hat man vielleicht ein bisschen spät erkannt. Bei TTIP ist es anders. Da gehen jetzt 30.000 Bürger, 40.000 Bürger schon prophylaktisch seit Jahren auf die Straße. Die will man gar nicht sehen, scheint es manchem. Sie mit den Freien Wählern sind auch gegen TTIP. Warum? Gut, TTIP ist ein Freihandelsabkommen, ein geplantes zwischen der USA und der Europäischen Union. Und dieses Abkommen wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit beinahe verhandelt. Ein allumfassendes Abkommen, das im Grunde genommen jeden Verbraucher auch betrifft, das auch Regeln, die wir bisher haben, außer Kraft setzt, das internationale Schiedsgerichtshöfe einführt und von dem die Bürger gar nicht wissen, was drinsteht. Das macht uns Sorge und da haben wir uns aktiv dagegen gewendet und tun das auch weiter. Da sammeln wir aktuell auch Unterschriften, um eine Volksbefragung hier in Bayern zu ermöglichen. Das ist ein Thema, wo man die Bürger mitnehmen muss, wo man sie befragen sollte, wo man es nicht einfach von oben, von der EU und von den USA aufstülpen darf. Das ist nicht unser Verständnis von Politik. Herr Professor Dr. Piazzolo, jetzt haben wir Bayern in den Blick genommen. Ich bedanke mich fürs Dasein. Es ist ja eine schöne Phase eigentlich jetzt zu regieren zwischen den Wahlen. Da kann man viel bewegen. Haben Sie auch den Eindruck, dass es passiert? Nein, ich glaube, dass im Moment die bayerische Staatsregierung eher leere Versprechungen von sich gibt, dass sie vieles, was sie versprochen hat, nicht einhält. Ein Beispiel, man hat Wahlen gewonnen mit der Ausländermaut, hat mal einen intensiven Wahlkampf geführt. Seit 2,5 Jahren passiert nichts. Herr Dobrindt tut da reden, aber nicht handeln. Wir haben die Beispiele dritte Startbahn. Da hat Seehofer gesagt, vor Weihnachten will er entscheiden. Das war das letzte Weihnachten. Bis jetzt ist nichts entschieden worden. Bei der zweiten Stammstrecke gibt es seit Jahren Finanzierungszusagen angeblich. Vorangekommen ist nichts. Und auch in der Flüchtlingsfrage hat sich meines Erachtens Frau Merkel durchgesetzt und nicht Herr Seehofer. Beide schreiben Briefe. Das ist für mich kein Regierungshandeln, wenn man sich Briefe schreibt, aber jede Woche sieht, hier soll gehandelt werden. Und da hat die CSU sich bei keinem Punkt durchgesetzt. Die Transitzonen sind nicht da, die sie wollten. Die Grenzschließung ist Gott sei Dank nicht da, die sie wollten. Die Obergrenzen, die sie wollten, sind nicht da. Also hier wird viel geredet von der Staatsregierung, aber wenig gehandelt. Und da müssen sie in den nächsten 2 Jahren noch viel tun. Die Zeit scheint ja auch ein guter Wahlkampfhelfer zu sein. Ein Brief von Frau Merkel, der 3 Monate braucht, bis sie ihn schreibt, das zieht Kreise, also so eine Strategie. Ich bedanke mich fürs Dasein. Wir haben in den nächsten Wochen selbstverständlich auch Mitglieder der CSU-Fraktion und des Kabinetts bei uns zu Gast. Mal sehen, was Sie dazu sagen. Ich bedanke mich. Menschen in Bayern ereilt jedes Jahr die Schockdiagnose Krebs. Wie geht es weiter? Ist die geplante Behandlung die richtige für mich? Das sind Fragen, die sich der Betroffene in dieser Situation stellt. Mit der kostenfreien ärztlichen Zweitmeinung unterstützt die AOK Bayern ihre Versicherten. Es geht der AOK Bayern um Versorgungsoptimierung.
Und es geht ihr vor allen Dingen um das Thema Qualität. Und uns ist wichtig, dass die Versicherten die möglichst optimale Behandlung erhalten und die Behandlung nach dem aktuellen medizinischen Stand der Wissenschaft. In der Uniklinik Erlangen treffen einmal wöchentlich Professor Dr. Beckmann und sein Team zur Tumorkonferenz zusammen. Bei diesem Meeting werden die Unterlagen und Befunde von Krebspatienten, die um eine ärztliche Zweitmeinung ersuchen, sorgfältig geprüft. Und diese Zweitmeinung ist eben das, dass dann in einer Tumorkonferenz die gesamten Unterlagen des Krankheitsverlaufs der Patientin und der Patientin vorgestellt werden und wir dann die Informationen geben können, die Entscheidung für die Therapie ist korrekt oder wir würden eine andere Therapie vorschlagen. Und da ist es eben eine Vorreiterrolle der AOK, uns hier zu unterstützen bzw. für ihre Versicherten diese Unterstützung zu gewährleisten. Unter der kostenfreien Service-Hotline 0800 88 100 81 können betroffene AOK-Versicherte den Ablauf genauestens erfragen und diese Leistung in Anspruch nehmen. Wenn dort Versicherte sich melden, erfahren sie, welche Behandlungsunterlagen notwendig sind. Der Betroffene braucht weder eine Überweisung, noch braucht er eine Einweisung ins Krankenhaus, noch ist es in irgendeiner Form mit Kosten für ihn verbunden. Das Thema Unternehmensnachfolge ist für den Mittelstand und den Standort Bayern von hoher Bedeutung, aber unternehmerische Nachfolge heißt natürlich für den, der die Nachfolge antritt, in vielen Fällen auch persönlicher Verzicht und natürlich ein deutlich höheres persönliches Risiko. Das ist im Zweifel nicht jedermanns Sache. Die Nachfolge wird daher oft nicht mehr innerhalb der Familie, sondern extern geregelt. Um hier Anbieter und Interessenten zusammenzubringen, hat die Bayern LB für die bayerischen Sparkassen die S-Unternehmensplattform geschaffen. Also erstens ist diese Plattform hochprofessionell. Zweitens, und das wird Unternehmer natürlich besonders interessieren, das ist eine Plattform, sagen wir mal, die einen strukturierten, schnellen Prozess erlaubt. Also man vertrödelt und verliert also keine Zeit. Und drittens wird man natürlich auch sehr gut und professionell begleitet, entweder durch die regionale Sparkasse und oder den Kooperationspartner, die Bayern LB. Eintrag und Zugang zur Plattform erfolgen über die bayerischen Sparkassen. Weitere Informationen für Unternehmer am 2. Juni auf der Unternehmerkonferenz in Nürnberg. Jetzt anmelden. Unternehmerkonferenz.de. Industrie 4.0 ist das Schlagwort beim Mittelstand. Um im Wettbewerb zu bestehen, müssen die Unternehmen mit dem rasanten Fortschritt mithalten. Das ist natürlich ein Thema, was sowohl fürs Unternehmen als auch für die Mitarbeiter natürlich gilt, ist, dass man einfach offen sein muss für Veränderungen, dass man Change-Prozesse in Unternehmen einfach auch gestalten muss und effektiv angehen muss. Eine weitere große Herausforderung ist natürlich, dass die Unternehmen jetzt ohne unter Zeitnot zu sein, aber schon die Märkte beobachten müssen und dann einfach die erforderlichen Investitionen tätigen müssen. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Informationstechnologie. Die Vernetzung von Maschinen und Organisationsprozessen erfordert eine leistungsfähige IT. Leasing bietet flexible Finanzierungslösungen, nicht nur die Geräte betreffend. Darüber hinaus bieten wir über eine Leasinginvestition neben der Hard- und Softwarefinanzierung eben auch die Finanzierung von Projektkosten, weil häufig handelt es sich um große IT-Projekte, die umgesetzt werden müssen. Auch das kann man in einen Leasingvertrag mit einbinden, ebenso wie Beratungskosten. Und damit kann der Unternehmer eben diese Aufwände auch auf mehrere Jahre durchaus verteilen und somit auch seine Bilanz eben damit auch positiv beeinflussen. Mehr zum Thema am 2. Juni auf der Unternehmerkonferenz in Nürnberg. Jetzt anmelden. Unternehmerkonferenz.de. Auf Sie richteten sich an diesem Abend verdientermaßen alle Blicke. Die Finalistinnen zur Wahl der Bayerischen Bierkönigin 2016.
Aus über 100 Bewerberinnen hatten die 7 Mädels das Rennen gemacht und wussten genau, mit was sie beim großen Finale in der alten Kongresshalle München punkten wollten. Ich punkte heute mit meiner Bieraura. Ich mit Holzfäderhütten. Mit Natürlichkeit. Mit Freundlichkeit. Mit Ausstrahlung. Mit der Liebe zum Bier. Und ich mit Charme. Am Ende eine ebenso natürliche wie auch charmante Gewinnerin zu küren. Auf diese erste große Amtshandlung konnte sich dann auch gleich der neu gewählte Präsident des Bayerischen Brauerbundes, Georg Schneider, freuen, der mit Applaus in seinem Amt willkommen geheißen wurde. Sehr glücklich über den Applaus, noch gar nichts gemacht und schon beklatscht. So kann man anfangen, ja. Und da Anfang und Ende ja immer nah beieinander liegen, nahmen sich die Verantwortlichen des Brauerbundes erst einmal noch Zeit, um eine junge Frau aus ihrem Amt zu entlassen. Marlene Speck, die bis dahin amtierende Bierkönigin. Die ist nach vorne auf die Bühne und hat das Babbeln angefangen, wie wir Franken sagen. Ich bin nämlich ein Franke. Also das Reden angefangen, die konnte selbstständig moderieren, das hat die ganz toll gemacht. Was mir fehlen wird, das ist nicht die Krone oder Interviews geben oder politische Empfänge. Das sind wirklich die Leute. Das sind wirklich zum allergrößten Teil heute Abend da. Das wird mir wirklich fehlen, weil das ist das, was das Jahr so unfassbar toll gemacht hat. Und ich möchte mich einfach ganz herzlich bedanken. Während also die scheidende Bierkönigin noch letzte Rosen entgegennahm, nahmen ihre Jurykollegen schon mal die Plätze ein für den immer spannender werdenden Teil des Abends. Denn nachdem die Finalistinnen zunächst online Stimmen gesammelt hatten, ging es nun daran, das Publikum und die Fachjury von sich zu überzeugen. Und da hatte jedes der Mädchen so seine eigene Methode. Seines musikalische Talente, fachfräuliches Wissen. Ich habe ein Praktikum hier in München bei der Paulaner Brauerei gemacht. Das Geständnis, über 340 Biersorten verkostet und protokolliert zu haben. Aber deine Fans. Die Tatsache, am Wahlabend selbst Geburtstag zu feiern. Das ist die größte Feier, die ich jemals haben könnte. Dankeschön. Oder das klassische Bekenntnis zu Tradition und Heimat. Weil ich die bayerische Kultur vertreten möchte. Ich möchte sie in die ganze Welt hinaustragen und wünsche Ihnen und meinen ganzen Mitstreiterinnen natürlich einen wundervollen Abend. Und das war der große Finalabend zur Wahl der bayerischen Bierkönigin auf jeden Fall. Unterhaltsam und informativ zeigten die 7 Mädels ihr Fachwissen rund ums Bier. Gaben Preis, dass der Freund eher mit einem Kasten Bier statt Blumen punkten könne, und bestachen abschließend im traditionell eleganten Designerdirndl. Kein Wunder, dass da die Jury noch einmal die Köpfe zusammenstecken musste, bevor sie dann, gemeinsam mit den Gästestimmen, die Entscheidung fällte. So, das ist ein Wahnsinnsergebnis, das gibt einen Riesenapplaus, aber die Frage ist, für wen? Bierkönigin 2016 ist Sabine Ulrich. Und da war er dann. Der Moment, in dem es der aufgeweckten 23-Jährigen aus dem unterfränkischen Bürgstadt auch mal die Sprache verschlug. Ich glaube, mir fehlen das erste Mal wirklich die Worte, das Gefühl zu umschreiben, was ich jetzt gerade in mir habe. Ich glaube einfach an Strahlen, Begeisterung, unglaublich viel Energie. Es kann einfach nur gut werden. Ich freue mich drauf. Die neue Bierkönigin ist charmant, sie ist witzig, sie hat das Bier toll präsentiert, sehr fachkompetent. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr und darf jetzt ein Jahr lang mit ihr sozusagen auf Tournee gehen. Und bei so viel Begeisterung auf beiden Seiten kann es ja nur eine spannende und erfolgreiche Amtszeit werden. TV Bayern Live, willkommen zurück. Körperliche Behinderungen setzen Schranken und halten von vielem ab. Die Betroffenen müssen sich eigene Wege suchen, um sich auszudrücken. Hier ein künstlerisches Beispiel. Mein Name ist Elke Slavicek. Ich bin jetzt seit Ende 2012 hier in der Pfennigparade.
Aber arbeiten tue ich jetzt hier in der Groups Mirage erst seit 2014, November 2014. Und ich sag, bei mir war halt mit dem 41. Lebensjahr ist ein Aneurysma im Kopf geplatzt und dann gab es eine schwere Hirnblutung. Und ausgelöst durch diese Hirnblutung halt dann einen Schlaganfall. Ja, und dann hat man natürlich erst einmal schauen müssen, dass man sich wieder da rappelt. Ja, man hat es ja immerhin erst mal schon überlebt, ja. Ich meine, es geht dann ganz schnell ratzfatz, gibt es einen Löffel ab. Naja, gut, dann hat man natürlich immer das Vergnügen, dass man sich mit diversen Behinderungen dann halt rumschlagen muss, wie dass die Halbseitenlähmung, dass man halt dann den Arm nicht mehr benutzen kann, das linke Bein auch nicht mehr. Dann muss man sich halt mehr oder weniger damit zurechtfinden. Dass man halt sagt, ja okay, jetzt muss ich halt umlernen, wie lebt man mit einem Arm und einem Fuß, das noch funktioniert. Geht auch. Wie gesagt, flexibel muss es halt sein. Manchmal ist es auch eine Herausforderung, wie mache ich jetzt Sachen mit einer Hand, die man halt normalerweise nur mit zwei Händen macht. Dann ist erst einmal überlegen angesagt, wie gehe ich jetzt vor, dass ich das machen kann. Und das ist manchmal eigentlich auch sogar lustig. Aber ansonsten bin ich eigentlich noch gut davon gekommen. Also es kann einen auch noch schlimmer treffen. Wie gesagt, dass man nichts mehr sagen kann, gibt es auch, dass man aphasiker wird. Das wäre ja schlimm bei mir, wenn man nicht mehr schwätzen könnte. Wie hat einer gesagt, nichts Schlechtes ohne auch ein was Gutes. Ja, in dem Fall stimmt's. Sonst wäre ich ja hier gar nicht hergekommen. Und das ist jetzt ja wieder sehr erfreulich. Wie heißt es immer, ein Käfig voller Narren. Ja, ich würde jetzt mal sagen, ich bin eher sehr experimentell und sich für Farben entscheiden und dann mit Gewalt auf die Leinwand. Ja, sagen wir mal expressionistisch. So, da lacht mein Kollege hinter mir. Ruhe auf den billigen Plätzen. Bis zum 41. Lebensjahr habe ich auch selbstständig als Künstler gearbeitet. Jetzt natürlich nicht in der Malerei, sondern als Musiker, also Sängerin, Opernsängerin. Und da habe ich eben gearbeitet als freie Opernsängerin, unter anderem Gastspiele und Eventauftritte und auch unterrichtet. Der Name Groups Mirage ist entstanden vor vielen, vielen Jahren. Die Idee war die, dass wir, wenn wir nach draußen gehen und Ausstellungen machen, dass wir einen besonderen Namen brauchen und nicht immer als die malenden behinderten Künstler der Stiftung Pfennig Parade arbeiten möchten, sondern einfach einen schillernden Namen haben, der sich auch den Menschen einprägt. Und Groups Mirage, ich glaube, mit diesem etwas schrillen Namen ist uns das gelungen. Ich hatte einen schweren Verkehrsunfall, schon vor langem, 72 oder so. Jetzt bin ich seit 20, 25 Jahren in der Groups Mirage. Und bin da eben sehr dankbar, dass ich da bin, denn wir beflügeln uns gegenseitig und geben uns auch Anregungen. Sehr häufig sind wir ja auch von unseren Erwartungen irgendwie gefangen, dass wir dann schauen, von wem ist das Bild, ja? Wer hat das gemacht oder was ist das wert oder so, das wissen wir ja alles. Und hier gehen wir auf Bilder zu, die, glaube ich, sehr unter besonderen Umständen entstanden sind. Und da kommt auch eben sehr Unterschiedliches raus. Ehrlich gesagt macht mir jetzt die Malerei auch viel mehr Spaß. Mein Gott, jetzt habe ich so lange das mit der Musik gemacht. Und man hat ja manchmal dann auch im Leben, es steht halt mal was anderes an und macht mal was anderes. Und jetzt gibt es halt die Zeiten der Malerei. Je gespinnerter, umso besser. Da
Stellen Sie sich vor, die Chemotherapie im Kampf gegen Krebs würde überflüssig werden. Daran wird derzeit im Uniklinikum Würzburg geforscht. Geld kommt aus dem sogenannten Crowdfunding. Kann Krebs bald geheilt werden? Die Forschungen im Uniklinikum Würzburg sind jedenfalls vielversprechend. In Sachen spezifische Immuntherapie gibt es jetzt neue Ansätze. Und diese neuen Ansätze wollen wir hier in Würzburg weiterentwickeln. Und das Projekt, das Herr Dr. Bohm und Herr Dr. Stuhler gemeinsam betreuen, ist sicher ein Projekt, das aus meiner Sicht eine sehr innovative neue Therapie ermöglichen wird, mit der wir die Immuntherapie breit über verschiedene Tumorerkrankungen anwenden können. Und wir hoffen, dass wir sehr spezifisch die Tumorzellen angehen, das heißt mit möglichst wenig Nebenwirkung hohe Wirksamkeit erreichen. Bei dieser Therapie werden Antikörper entwickelt und produziert, die sogenannten Hemibodies. Die sollen die Tumorzellen angreifen und das gesunde Gewebe verschonen. Damit diese Forschung in Würzburg weitergehen kann, wird sehr viel Geld benötigt. Forschung ist sehr, sehr teuer und lässt sich letztlich nicht alleine finanzieren von Seiten des Staates oder aus Drittmitteln. Und wenn man schon forschungsmäßig so gut aufgestellt ist wie hier an unserem Universitätsklinikum, dann ist es einfach gut, richtig und notwendig, auch die Menschen auch davon zu überzeugen, diese Forscher und jungen Wissenschaftler auch zu unterstützen. Der Verein Hilfe im Kampf gegen Krebs unterstützt das Forschungsprojekt und will bis Ende 2016 1 Million Euro sammeln. Mit Crowdfunding geht er einen ganz neuen Weg. Unterstützt wird er dabei von der Sparkasse Mainfranken. Ja, Crowdfunding oder Crowddonation ist die Idee, dass viele mit auch kleinen Beträgen ein großes Ziel unterstützen können und das Ganze online und eben sehr einfach. Über die Seite www.helpingisbeautiful.de gelangt man über einen Spendenbutton auf die Crowdfunding-Plattform. Dort kann man schnell, einfach und unbürokratisch einen Beitrag im Kampf gegen Krebs leisten. Im Eishockey ist es schon seit Jahren gang und gäbe, dass zwei Hauptschiedsrichter das Geschehen auf dem Eis beurteilen. Im Fußball ist daran im Moment noch nicht zu denken, auch wenn es natürlich immer wieder Kritik hagelt an einem Schiedsrichter. In Oberbayern wird eine solche Lösung jetzt für einen anderen Sport ausgetestet. Der 14-jährige Kilian Sänger bei den Vorbereitungen auf seinen ersten offiziellen Einsatz als Schiedsrichter. Und das gleich bei einem B-Jugendmatch, sprich, die Spieler sind älter als er selbst. Alles andere als eine leichte Aufgabe für einen Neuling und genau deshalb hat er Unterstützung an seiner Seite. Thomas Sonnleitner ist der Initiator des Modells Tandem-Schiedsrichter. Ja, das Thema Tandempfeifen, von der Idee her, habe ich das schon länger im Kopf gehabt. Es ist immer gegangen, wie kann man Schiedsrichter erhalten, was können wir tun, damit die einfach einen besseren Einstieg haben. Da war immer die Rede von dem Praxisschock. Ne? Jemand pfeift sein erstes Spiel, steht dann auf dem Platz, weiß dann nicht mehr genau, wie läuft es. Wir haben zwar einen Betreuer dann draußen, aber der kann da nicht eingreifen. Ne? Und in der Halbzeit kann er nicht kommen und sagen, pass mal auf, da war Abseits und da musst du lauter pfeifen. Also ich kann dir da nicht eine Fülle von Informationen geben. Also haben wir irgendwie eine Lösung gebraucht. Und diese Lösung sieht so aus. Ein erfahrener Schiedsrichter steht dem Nachwuchsreferee bei seinen ersten Einsätzen zur Seite und zwar direkt auf dem Platz. Die erste Halbzeit pfeift der Ältere, die zweite leitet dann bereits der junge Unparteiische. Ja, war schon aus. Weiter! Da geht's rauf! Das ist letzten Endes so, dass zwei Schiedsrichter auf dem Platz sind, das Spiel leiten. Es gibt einen jungen Schiedsrichter, das ist in dem Fall heute der Kilian, der sein allererstes Spiel hat. Und der Thomas ist der Gruppenlehrwart. Und nach der Schiedsrichter-Neulingsprüfung hat der heute die Gelegenheit, dass er ein Spiel pfeift. Das ist immerhin schon B-Jugend. Normalerweise fängt man ja, weiß ich nicht, D, E, F-Jugend an. Das Spiel leitet er heute und der Thomas ist sozusagen ein bisschen der Schatten oder der ihm unterstützende Schiedsrichter, der ihm nebenbei steht. Was auf den ersten Blick zunächst einmal etwas gewöhnungsbedürftig aussieht, könnte aber durchaus ein echtes Zukunftsmodell sein. Ja, ich glaube schon, dass das eine Zukunft hat, weil man hat einfach Unterstützung und dann hat man nicht den Praxisschock. Man ist einfach ein bisschen lockerer, weil man Unterstützung bei sich hat, der wo schon erfahren ist. So, jetzt komm, auf geht's, komm, auf geht's. Das Pilotprojekt in der Schiedsrichtergruppe Bad Tölz soll nun Schritt für Schritt auf andere Regionen ausgeweitet werden. Die bayerischen Schiedsrichter also als Vorreiter für ganz Deutschland?
Also wir denken, dass es sehr interessant sein könnte für uns Schiedsrichter, weil wir haben eine sehr hohe Absprungquote in den ersten 12 Monaten. Und die Gruppe Bad Tölz ist das beste Beispiel für, dass die noch keinen einzigen Schiri verloren haben. Das kommt super rüber. Also wir haben Feedback von ganz Deutschland und auch von Bayern. Wir versuchen es jetzt von der Gruppe auf die anderen Gruppen in Oberbayern zu spielen. Und vielleicht auch schon, weil wir eben auch Interesse haben von Bremen und aus der Berliner Richtung, das ganze Thema dann bundesweit kopieren zu können. Auch bei den Vereinen vor Ort sowie den beteiligten Schiedsrichtern kommt das neue Projekt hervorragend an. Also wenn es so ist, dann fragst du einmal nach, passt es wieder? Vor allem, dass der eine Spiel mit ihr noch am Boden liegt und so weiter. Alles gut, Leute. Alles klar. Weiter geht's. Also durchwegs positiv, also nur positives Feedback. Man muss ganz ehrlich sagen, auch die Vereine kommen uns sehr stark entgegen. Die haben gesagt, also denen ist das viel lieber, jetzt ist da jemand dabei, so wie jetzt. Also wenn der 14-, 15-Jährige allein auf dem Platz steht, passieren dann Fehler, die Spieler werden unruhig, ne? Das sind gleichaltrige Spieler, dann haben die vielleicht auch nicht so den Respekt vor dem Gleichaltrigen und so weiter. Da war das Feedback sehr positiv. Auch die erfahrenen Schiedsrichter haben gesagt, also wenn wir so einen Einstieg gehabt hätten, wenn ich noch an meinen denke, also durchwegs positiv, und alle Schiedsrichter, die das machen, und da kann man ja dann selber einfach die Neulinge fragen, die sagen alle, klasse Einstieg, haben einfach ein positives Einstiegserlebnis, und das ist aus meiner Sicht auch wichtig. Ein positives Einstiegserlebnis hatte auch Kilian Sänger, der mit seinem ersten richtigen Spiel als Schiedsrichter insgesamt zufrieden war. Es war jetzt, der Thomas hat mir früh noch erklärt, was ich mir nicht so sicher war bei Laufwege und wenn jetzt hinterherhaken und sowas. Da war ich mir nicht so sicher, aber der Thomas hat super erklärt. Das Modell Tandem-Schiedsrichter könnte also ein ganz, ganz wichtiger Schritt zur Verbesserung des Miteinanders zwischen Schiedsrichtern, Spielern, Trainern und auch Zuschauern sein. Vor allem Letztere sollten überhaupt etwas Nachsicht walten lassen, denn sogar dem erfahrensten Schiedsrichter passiert manchmal der ein oder andere Ausrutscher. Ja, das war's schon fast mit TV Bayern Live. Hier werden alle ziemlich nervös jetzt schon wegen des bevorstehenden DFB-Pokalfinals. Paar Borussia Dortmund-Fans haben wir auch hier, aber die meisten sind natürlich auf der Seite der Bayern. Jetzt kommen gleich noch die Wetteraussichten für Sie. Ich sag auf jeden Fall schon mal auf Wiedersehen. Nächste Woche sind wir wieder da. Machen Sie es gut und Servus. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Festival 500 Jahre Bayerisches Reinheitsgebot. Feiern Sie mit uns in München vom 22. bis 24. Juli. Hallo und herzlich willkommen bei Ihrem Bayernwetter und die Nacht auf Sonntag. Die ist meist klar, paar Wölkchen ziehen vorbei, aber insgesamt eine klare Nacht. Und die Temperaturen, die gehen zwar zurück, aber jetzt nicht allzu stark. Manchmal sind die Werte so zweistellig, vor allem am Main und im Münchner Raum Richtung Alpen und im Bayerischen Wald. Da geht es auch mal knapp unter 10 Grad. Und dann schauen wir mal auf den Sonntag. Der sieht nämlich in vielen Regionen Frankens ganz freundlich aus mit Sonnenschein. Später gibt es dann von Westen her ein paar dicke Quellwolken. Und so am späten Nachmittag gegen Abend kann es dann im äußersten Unterfranken losgehen mit Schauern und Gewittern, die dann in die Nacht hinein sich weiter ausdehnen. Aber erstmal bleibt es eben in weiten Teilen noch trocken. Die Temperaturen 25 Grad im Hofer Raum bis zu 28 Grad am Main. Also richtig angenehm. Der Wind ist schwach und unbedeutend. Nur bei Gewittern wird er stärker. Und dann für Ostbayern haben wir auf jeden Fall viel Sonnenschein. Das wird ein freundlicher, schöner Sonntag. Und die Temperaturen bis 29 Grad in Regensburg. Also richtig sommerliches, ja schon fast schon hochsommerliches Wetter bei einem schwachen südöstlichen Wind. Und dann Richtung Schwaben und Oberbayern, da haben wir auch erstmal viel Sonnenschein.
Und im östlichen Oberbayern bleibt das auch den Tag über so. Im Westen brodelt es dann später ein bisschen. Und da gibt es dann vor allem aus dem Allgäu heraus Schauer und Gewitter, die sich dann ostwärts ausdehnen können. Aber wie gesagt, nur ganz im Westen in Schwaben könnte es dann nass werden. Hier 25 Grad, im Osten nochmal bis zu 29 Grad bei einem schwachen Wind. Und die Aussichten, die sind zunächst mal doch relativ trübe. Am Montag viel Regen und starker Temperatursturz. Am Dienstag ist es Schauerwetter, noch nicht wärmer. Und ab Mittwoch geht es dann wieder aufwärts mit den Temperaturen. Einzelne Schauer und Gewitter sind dabei, aber auch viel Sonnenschein und warme Temperaturen. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Festival 500 Jahre Bayerisches Reinheitsgebot. Feiern Sie mit uns in München vom 22. bis 24. Juli.